Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Moment, Sie haben mir gar nicht geschrieben. Mit wem muss ich denn sprechen? Mein Name ist Rolf Jörg. Ich habe vor ein paar Minuten mit Ihnen gesprochen. Moment, ich hole Ihnen einen runter. Kleinen Moment. Können Sie mal bitte auf E-Mail gucken? Ich habe eine Nachricht. Ja, sehen Sie mal. Hallo. Hallo, Herr Hans. Hallo, wie geht's denn? Das war aber schneller als eine halbe Stunde. Ich war gerade auf dem Lokus. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Können Sie mal gucken in Ihren E-Mail? Ja, da muss ich erst den Computer anmachen. Einen Moment bitte. Okay, ich warte. Das ist Ihr Kapital, das ist blockiert im Blockchain. Ja, und was bedeutet das jetzt für mich? Das hat mir die Bank geschickt. Das ist Ihr Kapital, das ist in der Bank blockiert. Aber wer hat das denn gemacht? Das hat mir die Bank geschickt. Ich bin nur, um Ihnen zu helfen, Ihr Geld zurückzubringen. Ja, das weiß ich. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich versuche das nur zu verstehen, alles. Okay, sehen Sie mal wieder. Das ist Ihr Kapital ungefähr 8.000. Warte mal, ich mal sehe. Ich gucke mal. Wie viel ist das? Es ist ungefähr 8.838 US-Dollar ist blockiert in deinem Konto. Dollar? Dollar, ja. US-Dollar. Sind Sie sicher, dass das von mir ist? Weil ich habe nie Dollar besessen. Ich habe nur ein paar britische Pfund. Nee, aber Sie haben indische Rupien. Ich habe indische Rupien. Warte eine Sekunde bitte. Sie haben gearbeitet mit Bitcoin, ja? Korrekt. Ja, und das ist richtig. Das ist dein Geld. 8.800. 38 US-Dollar. Und wie viel ist das in Euro? Viel, das ist in Euro ungefähr 8.500, ich weiß nicht ungefähr. Aber ach so, das ist ein guter Wechselkurs. Weil Bitcoin ist sehr hochgestiegen und... Was ist das? Das ist die Beleg, wo dein Geld ist. Mach doch mal die Musik aus, Junge. Ich höre dich doch nicht. Du musst mich einfach verstehen. Wir haben jeden Tag Stress und ein bisschen Musik muss sein. Bitte? Ich arbeite ungefähr 15 Stunden pro Tag. Ja, und jetzt? Und ein bisschen Musik muss sein. Ja, aber dann verstehen die Kunden einem doch gar nicht. Das ist ja wie in der Disco bei euch. Nee. Ja, und jetzt kriege ich die Kohle wieder, oder wie funktioniert das? Nee. Wie, nee? Sie müssen bezahlen als Sicherheitskapital 250 Euro. Natürlich. Und diese Geld ist in 24 Stunden in deinem Konto. Ich habe... Und diese 200... Ja? Diese ist... Als Sicherheitskapital der Bank, das ist so der Regel, der Bank muss eine Bezahlung von 250 Euro und diese kriegen sie wieder zurück mit dieser anderen Geld. Ach so funktioniert das, ja. Ich habe aber das Passwort von der E-Mail-Adresse gar nicht mehr, das ist ja schon so lange her gewesen. Das ist kein Problem, wir machen für Ihnen alles fertig. Das ist gut. Okay. Da brauchen wir aber. Ich habe ja. Jetzt, soll ich ihm mal die neue E-Mail-Adresse geben? Die neue E-Mail-Adresse besser ist mit die alte. Aber ja, die alte auch? Ich habe ja das Passwort nicht mehr. Haben Sie das? Weil das ist ja alles gehackt worden von den Kriminellen. Ich habe das alles geändert und habe es dann vergessen. Ah, okay. Eine Sekunde bitte. Eine Minute bitte. Sekunde oder Minute? Eine Minute. Ja. Okay, ich muss
bisschen kontrollieren und ich bin in. Hei. Was habe ich da nur gemacht? Bleiben Sie am Apparat bitte. Ich muss was kontrollieren. Bleiben Sie am Apparat, ich muss was kontrollieren. Bleiben Sie auf der Linie. Ja, bleiben Sie auf der Linie, ja genau. Soll ich auch die Maus freilassen? Nee, ist kein Problem. Nur bleiben Sie ein bisschen auf dem Apparat und ich muss was kontrollieren und ich kontaktiere. Also die E-Mail-Adresse ist jetzt ja im Prinzip hodensack@mailbox.org. Wenn Sie das aufschreiben wollten. Hodensack? Ja, @mailbox.org. Also wie Orgie, wie man das beim Hodensack... Hodensack, noch ein bisschen langsam bitte. Hodensack. Hodensack, also in einem Wort, @mailbox.org. Mailbox.org? Ja. Also nicht wie der Org, sondern wie die Organisation, ne? Ja, ich verstehe. Wir haben nichts mit Saruman und Mordor zu tun hier. Hodensack. Selber. Wie? Bitte? Hodensack, haben Sie gesagt. Ja. Und dann? @mailbox.org. Punkt. Org. Können Sie mal das buchstabieren, diese Wort? Ja. Otto Richard Gustav. Otto Richard Gustav? Ja, das ist die Domain, verdammt. Hodensack@mailbox.org. Org. Okay. Meine ich gehe okay. Bleiben Sie am Apparat, bitte. Ja, mir tut der Brustkorb weh. Kein Problem. Dauert nicht lange. Ja, ich habe auch immer Schmerzen in der Brusttata. Das kann sein, dass ich zwischendurch mal zur Toilette muss, ne? Besser ist, dass Sie gesund werden. Ja, ich habe heute... Ich habe zu viel... Was soll ich machen? Können Sie auch in die Toilette gehen? Ich habe ein paar Minuten frei. Können Sie auch in die Toilette gehen? Ne, ich nehme das Telefon einfach mit. Ich habe heute einfach zu viel Bruschetta gegessen. Okay. Ich warte. Okay, kein Problem. Ja. Habe ich das Wort im Gut brustabiert? Haben Sie das aufgeschrieben? Bitte? Ob ich das Wort gut brustabiert habe? Haben Sie das aufgeschrieben? Okay, kein Problem. Können Sie auch in die Toilette gehen? Ich warte. Ich sitze schon auf der Toilette. Okay. Ich habe das ja mitgenommen. Okay, machen Sie Ihr Geschäft. Eine Sekunde bitte. Ja, nochmal Geschäft. $8,000, ne? Das geht ab wie die Luzi, du. Da fühlt sich auch der Durchfall wie Frühstück an. Wie bitte? Ich sag, da fühlt sich der Durchfall wie Frühstück an. Ich mache nur meine Arbeit. Ich bin nur ihm zu helfen. Das weiß ich doch. Wenn Sie Interesse haben oder nicht, das liegt in Ihrer Hand. Ja, natürlich will ich das Geld wiederhaben. Ja, okay. Ich mache meine Besten, um Ihnen zu helfen. Dankeschön. Da freue ich mich sehr. Überall sind nur gute Menschen. Das ist so schön. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß. Das sagst du andauernd, Junge. Und wann kriege ich das Geld jetzt wieder? Okay. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt, wo dein Geld ist blockiert. Ja, dann muss ich jetzt eben mal den Rechner anmachen. Okay. Und dann kann mir mein Pfleger hier, der Ziegmund, der kann mir das sicher gleich einmal vorlesen, weil ich kann nicht mehr so gut gucken. Kann ich ein bisschen mit ihm telefonieren oder mit einem Pfleger oder mit Ihnen telefonieren? Wie ist das besser? Mit Ihnen oder mit einem Pfleger? Ich sehe, also der sitzt gerade neben mir, der muss ja gleich abputzen, ne? Wir machen das zusammen. Okay. Das ist auch ein Engländer, so ein halber. Gut.
Das ist besser. Ja, ich habe auch noch einen Pfleger aus Syrien, der heißt Brustafa, der ist auch sehr nett. Oh, perfekt. So. Jetzt haben Sie mir da ein Bild geschickt, ne? Ja. Gucken Sie bitte auf Amount. Wo Amount steht, ist deine Geld. Es ist ungefähr 8.838 US-Dollar und 18 Cent. Wo steht denn da? Ach, da oben, okay. Ja, wo Amount ist. Ja, da drunter steht aber was von einer Gebühr von 8 Dollar. Jetzt hast du eben gesagt 250. Was stimmt denn jetzt? Das ist was anderes. Das ist was Ach anderes. So. Und normalerweise, Sie müssen bezahlen jetzt 250 Euro als Sicherheitskapital. Jetzt muss ich aber noch mal fragen, weil da unten auf der linken Seite, da steht ja Bitcoin-Transaktion. Und darunter ist so ein grünes Schild, da steht Confirm drauf, das ja Englischen heißt bestätigt. Und da steht ja, dass da unten steht auch noch, die Transaktion ist erfolgreich, keine Fehler entdeckt. Warum ist das denn dann blockiert? Deine Geld ist freigegeben. Ach so, ja, dann her damit. Ist freigegeben. Sie haben eine Woche Zeit, Ihr Geld zurückzubekommen. Ja. Wenn Sie nicht in einer Woche zurück diese 250 Euro nicht bezahlen, dann wird wieder zurück blockiert. Ach so, das wird dann wieder blockiert, ne? Das will ich ja nicht. Ja, aber jetzt ist freigegeben. Ja, dann machen wir das mal schnell fertig hier. Okay, soll ich Ihnen meine Datenbank, wir haben auch deutsche Datenbank, soll ich die Datenbank schicken? Ja, bitte, unbedingt. Okay, schreiben Sie am Apparat bitte. Ja, mein Bauch drückt so, oh nein, ich glaube, da kommt ein richtig dicker Johnny. Eine Sekunde bitte, ich schicke Ihnen die Datenbank. Ei. Okay, sehen Sie mal bitte in eure E-Mail. Oh, es tut so weh. Aber Sie schmerzen. Ei. Das brennt zweimal. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Geht's gerade ganz schön rund hier. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt, wo die deutsche Datenbank sind, wo das Geld kommt. Achso, ich dachte, Sie wollen mir dieses Dokument auf Deutsch schicken. Nee, ich habe Ihnen deutsche Bankdaten, das ist die Bankdaten von der Bank, dass Sie bezahlen müssen 250 Euro. Also früher in der Schule, da hatte ich auch immer so Spritzdurchfall, da hatte ich den Namen Leutnant Spritzi dann bei der Bundeswehr bekommen. Okay. Ja. Aber Sie in die Mail, sehen Sie mal bitte in die Mail. Ich sitze gerade noch auf der Toilette, jetzt müssen Sie mal einen Moment warten, da habe ich keinen Computer stehen. Okay. Besser ist deine Gesundheit. Ei. Einmal abputzen, bitte. So, ich habe gerade mit meinem Pfleger gesprochen, der kommt gleich. Und dann können wir das weitermachen. Ja. Oh Mann. Okay. Ich muss nur gerade einmal eben hier die Dienstleistung erhalten. Okay, besser ist deine Gesundheit. Ja, das ist, also, ich habe viel zu viel Bruschetta heute gegessen, glaube ich. Okay. Ja, ich bin der Schüsselsprenger 3000 heute. Du bist Schüsselsprenger 3000, okay. Oh nein. Brustafa, die Toilette läuft über.
Ich gehe mal schnell ins Büro zurück. Die Toilette ist übergelaufen. Oh nein. Siegmund, mir ist die Toilette übergelaufen. Ja. Kannst du mal gucken? Es ist mir sehr unangenehm. Ja, was ist los? Die Toilette, ja. Die Toilette ist übergelaufen. Oh nein, jetzt haben Sie wie... Oh nein. Herr Hundert, ich habe doch gesagt, auf die Schüssel setzen und nicht daneben. Ja, es ging so schnell, ich konnte nicht mehr. Ich meine, wir waren noch beim Optiker, Sie haben eine neue Brille, Sie sehen doch die Schüssel. Was habe ich Ihnen gesagt, Herr Hundert? Ja, es tut... Ja. Ich habe gesagt, zielen, nicht schielen. Ziegen? Oh. Die haben, nee, ich war das selber. Die Ziege ist im Garten. Ah, Entschuldigung, ja, Herr. Ich gehe jetzt ins Büro. Ich muss hier mit dem jungen Mann weiter Geschäfte machen. Ja, gehen Sie hier raus. Lassen Sie mich sauber machen. Gehen Sie raus. Ja, ja. Machen Sie bitte bisschen langsam. Ist kein Problem, ich warte Ihnen. Nicht in langsam. Oh nein, ich hab's jetzt an den Schuhen auch. Ja, Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen. Ja. Oh, es ist auch an den guten Wollsocken von der Tante Annegret dran. Ja, ziehen Sie auch die Socken an. Aber, Socken ausziehen und gehen Sie ja, bitte jetzt aber, raus hier. Aber nur mit Wollwaschmitteln und Handwäsche. Handwäsche. So, ja. Mit wem sind Sie denn am Telefon? Das ist mein Kollege hier aus England. Ja, dann gehen Sie bitte mit dem, gehen Sie im Wohnzimmer, lassen Sie mich hier sauber machen. Ja, mache ich. Junge, das gibt's doch nicht hier. Kann auch sein, dass ich gleich nochmal muss, also Beeilung bitte. So, hallo, da bin ich wieder. Hallo. Okay. Tut mir leid. Ja, kein Problem, ich warte, kein Problem. Ja, also ich habe das Gerät jetzt angemacht. Okay. Und jetzt hole ich mir mal die E-Mail raussuchen. Okay. Ja. Gustav Schröder. Ja, das ist der Empfänger. Also, Sie müssen bezahlen 250 Euro. Und innerhalb einer Montag haben Sie 800 Euro in deine Konto. Dollar. Aber das geht an die Bank jetzt. Ne? Welche Bank ist das denn, die das Geld bekommt? Oh Mann, mein Bauch drückt schon wieder so. Eine Sekunde bitte. Das ist eine das geht ja auf die Sparkasse. Ja, aber da muss doch dann Sparkasse stehen und... Oh nein, da kam Land mit... Das ist kein Problem, wir machen für ihn alles fertig. Ja gut, dann mache ich jetzt mal eben das Online-Banking an. Okay. Wie machen Sie das? Mit einer sofortigen Überweisung oder mit der Kreditkarte? Ich habe keine Kreditkarte. Soll ich eine Sofortüberweisung machen? Okay, das ist perfekt. Ja? Okay. Ich logge mich da mal kurz ein. Okay, loggen Sie ein. Warte mal, das geht schon wieder los. Einen Moment bitte. Okay. Siegmund! Schlüssel bringen! Ja, wir machen nebenher weiter, ne? Okay, kein Problem, ich nur höre. Ja. Oh Mann. Das ist ziemlich beschissener Anruf, ne? Okay, kein Problem. Ja, ist voll für den Arsch, das Ganze. Besser ist deine Gesundheit. Ja, die ist wichtig. Die ist sehr wichtig. Oh Mann. Besser jung als alt. Ja, ich kann mir das ja nicht auf. Wie alt sind Sie denn, junger Mann? Ich bin ungefähr 40 Jahre alt. Du hörst dich an wie 18. Nee. Na doch. Junger Spund, machst doch gerade die Ausbildung, oder? Nee, ich bin 40 Jahre alt. Glaube ich nicht. Okay, das ist Ihre Meinung. Das war ein Kompliment. Dankeschön. Ja, das ist doch toll. So, ich gebe das jetzt mal eben ein.
Sparkasse okay. Lemgo sagte das. Sie haben hier alles. Das sind die IBAN, Empfänger, BIC und Betrag. Ja, ich weiß, aber die, wenn ich okay. die IBAN da rein kopiere, dann sagt mein Portal, das ist Sparkasse Lemgo. Hat das, ja, was, das, mit, hat das was mit Lego zu tun? Nähe Bielefeld? Bielefeld? Ja. Ich dachte, das ist bei einer englischen Bank. Oder nicht? Du kannst nur einfach deinen Namen schreiben, ist kein Problem. Muss da nicht noch irgendein Verwendungszweck dazu? Das muss, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie das tätigen, Sie müssen mir eine Kopie senden, einen Beleg schicken. Ja, das kriegen wir hin. Das kann ich machen. Aber was soll ich bei, was soll ich bei Verwendungszweck reinschreiben? Geldentsperrung Bitcoin. Oder was soll ich da reinpacken? Einmal bitte. Was soll ich als Verwendungszweck eintragen? Als Verwendungszweck? Ja. Sie können Ihren Namen schreiben. Nur Sie können Ihren Namen, Ihren Namen schreiben. Ach so. Und 250, ja? 250 Euro, ja, genau. Ja. Empfänger und IBAN muss wichtig sein. So, Empfänger, Empfänger und die Bahn muss richtig sein. Das muss 100% richtig sein, Herr Amt. Ja, ich guck gerade noch mal drüber, dass ich das auch alles richtig okay. schreibe. Die Bahn, Empfänger und bitte machen Sie das 100% richtig, dass wir keine Fehler machen. Ja. Der Name ist richtig und der Empfänger ist auch. Mein Name kenne ich ja auch. Und dann ja. 250,00. Ja. Oh, da kam gerade wieder einer raus. Oh, das tut weh. So, dann drücke ich jetzt auf Absenden, ja? Ja. Und wenn Sie das machen, senden Sie mir eine Foto, eine Kopie. Ein Foto? Eine Kopie. Wie soll ich den Bildschirm kopieren? Wie soll das denn gehen? Machen Sie eine Kopie von Ihrer Überweisung. Ach, oder einen Screenshot machen. Aber ich kann erst am Montag wieder zu Rossmann. Ich habe keinen Kopierer zu Hause. Nein, Sie können Sie einfach mit einem Screenshot machen. Aber Sie. Wie geht das machen Sie mit dem? Mit Computer. Sie machen das mit Computer. Ja, oh nein. Oh, mein Magen tut so weh. Ja, ich mach das am Computer. Wie macht man das denn? Okay. Okay, oh. wenn Sie das nicht machen, dann. Oh, jetzt hab ich. Oh nein. Ich hab mich. Haben Sie eine Telefonnummer von dieser Sparkasse? Junger Freund? Ja, ich bin da. Haben Sie eine Telefonnummer von dieser Sparkasse? Das ist kein Problem. Warte doch mal. Ich hab was falsch gemacht. Ich hab nicht 250 geschrieben. Ich hab 2500 geschrieben. Ich hab zu viel geschickt. Das ist kein Problem, das schicken wir Ihnen wieder zurück. Ja, aber das ist ja die Bank, das sind Sie ja nicht selber, die müssen das ja wissen. Oh Mann. Hallo? Ja, hallo, ich höre Ihnen. Ja, wann kriege ich das Geld denn wieder? Guck mal, ich habe Ihnen eine Frage. Haben Sie die IBAN richtig geschrieben? Gustav Schröder, ja. Ich habe mich so darauf konzentriert, die Namen richtig zu schreiben, dass ich zu viel Geld überwiesen habe. Das ist kein Problem. Das schicken wir Ihnen wieder am Montag. Am Montag? Ja, am Montag, Sie kriegen alle zurück. Die 2500 und die 8000
800 US-Dollar. Oh, da bin ich ja froh. Alle beide wieder zurück. Das ist kein Problem. Aber ich habe eine Frage. Haben Sie alles sicher gemacht? Die IBAN, die Empfänger, die BIG und die Betrüger? Ja, ich habe den Betrüger eingegeben. Die IBAN, Empfänger, BIG. Sie können das ja nochmal vorlesen. Da kann ich das nochmal abgleichen. IBAN. Gucken Sie mal auf die IBAN. Ja. Zwei Punkte. Können Sie mal bitte das... Warte mal eben. Das Lied, das da im Hintergrund läuft, das war bei der Beerdigung von meiner Frau. Können Sie das bitte ausmachen? Das war das Lieblingslied von meiner Frau. Okay. Hallo? Hallo? Ja, ich bin da. Seien Sie ein bisschen fröhlicher, ich verstehe Ihnen. Ich soll fröhlich sein, weil meine Frau gestorben ist? Nee, das ist leider von Gott. Das ist von Gott? Dann möchte ich diesem Gott mit Feuer und Schwert begegnen und meine Frau rächen. Ich respektiere ihn, das tut mir leid. Ja. Das tut mir sehr leid. Ja, mir auch. Vor allem, dass ich deswegen... Oh, meine Güte, nein! Wet Fart 2! Diarrhea Fart, Tight Fart 2! Quick Fart, Diarrhea Fart 2! Oh Mann, das geht richtig ab heute auf der Schüssel. Ich sitze gar nicht auf der Schüssel, fällt mir dabei ein. Kennen Sie Montezumas Rache? Wie bitte? Kennen Sie Montezumas Rache? Oh nee, ich habe nichts gesehen. Nee, so nennt man in Mexiko ja den Dünnschiss, ne, den aggressiven Brechdurchfall. Also, ich hoffe, Sie können das nicht hören. Ich muss die ganze Zeit pupsen. Keine Probleme, ist kein Problem für mich. Besser jetzt deine Gesundheit. Herr Rahm. Ja? Was denn? Kollege? Herr Rahm. Ich habe, guck mal, eine Sekunde bitte. Ja? Können Sie mir sagen, wie viel haben Sie geschickt? 2.500 Euro? 2.500, ja, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Das ist kein Problem. Da freut sich der Bruce, ne? Diese kriegen Sie wieder zurück. Hat Bruce sich gefreut, als er das gehört hat? Diese kriegen Sie wieder zurück. Ich habe dir eine Frage gestellt, hörst du mir nicht zu? Ja. Hat ja. Bruce sich gefreut, als er das gehört hat? Welcher Bruce? Na, der im Hintendran immer wieder dir die Sachen vorsagt, weil du selber nicht hinkriegst. Nee, das war nicht passiert. Warum nicht? Sie Batman. Haben mir telefoniert. Mein Name ist Ulf Jürgel. Was meinen Sie denn? Ja, Batman und Willis sind doch auch da bei dir, oder nicht? Wer? Bitte? Wer? Nochmal? Was haben Sie gemeint jetzt? Ob ich denn mit Bruce sprechen kann? Wer ist Bruce? Dein Chef. Dein Chef? Oder nee, deiner. Chef? Ich habe keinen Chef mehr. Ich bin Rentner. Ich habe keinen Chef mit Namen Bruce. Bitte? Ich habe keinen Chef mit Namen Bruce. Na doch. Wir haben doch schon mal gesprochen miteinander. Nee, das ist nicht richtig. Na doch, als damals bei der Einzahlung doch. Wo? Na, bei euch. Machen Sie Spaß jetzt oder haben Sie das gemacht oder was ist das? Ne, also ich weiß nicht mehr, ob er Bruce Hoffmann oder Bruce Hofner hieß, aber eins von beidem, ne? Ich habe eine Frage, nur eine letzte Frage. Ja? Haben Sie mit mir Spaß gemacht? Ich habe Ihnen respektiert die ganze Zeit und Sie haben Spaß gemacht mit mir. Ja, du bist die ganze Zeit live auf YouTube, du Trottel. Scheiß Betrügerpakt, Elendes. Wir kriegen euch alle. Ich schwiege deine Mutter, deine Mama. Komm her. Oh, Kalinka, Kalinka. Hallo, hey, hier ist der andere Kollege. Was bist du für ein Idiot eigentlich? Hey, bin du Trottel? Ich habe eine Frage. Was willst du, du Betrüger? Ich habe eine Frage. Ich nehme zwei Alma.
Und ich komme in deine Familie. Ich werde alle deine Familie melken. Oh, was bist du? Stehst so? Alle in den Arsch ficken. Ich glaube, du bist der Typ, der auf... Du stehst auf alte Frauen, du stehst auf Hunde, du stehst auf Kinder. Du bist doch dieser Typ, ne? Ich stehe auf deine Mama und deine Schwester. Scheiß Leichenschänder. Tochter, wenn sie haben. Geil, Mann. Schön.